Entschuldigung, ist das hier frei? Kann ich vielleicht, darf ich mich dazusetzen? Oh, Dankeschön. Das ist super lieb von dir. Weißt du, ich kenne mich hier noch gar nicht aus. Ich bin hier neu. Und ich weiß nicht, ob du mich heute Morgen gesehen hast, wie ich hier ankam, aber ich war so überfordert. Vielen Dank, dass ich hier sitzen kann und mit dir essen kann. Die ganze Firma ist ja mega groß, ne? Dass du dich die ganze Zeit hier nicht verläufst, das ist schon echt ein Wunder. Aber ich glaube, das kommt hier mit der Zeit, ne? Ja. Entschuldigung, wie heißt du noch gleich? Ach, tut mir leid, wenn ich das die ganze Zeit immer vergessen werde. Aber es sind so viele neue Namen. Ich werde dich bestimmt morgen nochmal danach fragen müssen. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ah, okay. Also mehr so Programmierung und sowas? Oder? Ah, nicht so kompliziert, okay. Aha. Das ist auch überhaupt nicht meine Abteilung, habe ich das Gefühl. Weißt du, ich bin im Einkauf und... Ach, okay, da haben wir doch mehr mit zu tun miteinander. Echt? Da werde ich dich wohl fragen, wenn ich irgendetwas nicht verstehe, oder? Oh, stimmt, tut mir leid, ich sollte mich vielleicht erstmal vorstellen. Also, mein Name ist mein Name ist Linda. Stimmt, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Es tut mir echt leid. Ich bin so nervös einfach. Das liegt daran. Geh's ruhig weiter. Also, ich bin Linda. Ich bin 23 Jahre alt. Habe jetzt hier erst angefangen. Ich habe nebenbei noch mein BWL-Studium am Laufen und mache das hier eigentlich nur teilzeitmäßig. Ich wohne alleine in einem geerbten Haus in der Rosenstraße und bin vor kurzem auch eigentlich erst hierher gezogen. Ich war ursprünglich mit meinem Ehemann hergezogen, aber ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das jetzt zu viel ist, aber es ist irgendwie, wenn man den Partner einfach mehr Freiheiten geben möchte, als es gut für die Beziehung ist. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach, ich habe einfach das Gefühl, dass Entscheidungen getroffen wurden, die dazu geführt haben, dass wir uns sehr weit voneinander entfernt haben. Und ich musste dann auch irgendwann einfach einen Schlussstrich ziehen und es ging einfach nicht mehr. Sorry, das ist natürlich mega viel am Anfang. Danach hast du auch eigentlich gar nicht gefragt. Mega peinlich, tut mir leid. Ja, man erzählt eben das, wo die Gedanken eben gerade dranhängen. Ne? Jedenfalls bin ich froh, den Job hier bekommen zu haben, weil das hilft mir auch ein bisschen, mich davon abzulenken, was eigentlich war. Und es ist einfach ein perfekter neuer Start, auch wenn ich mit ihm zusammen in das Haus gezogen bin. Jetzt ist er jetzt nicht mehr da und ich versuche einfach, hier ein neues Leben anzufangen, weil das Haus habe ich ja immer noch. Und so schnell werde ich das auch nicht mehr los. Also möchte ich auch nicht, weil es ist ein Traumhaus, ganz ehrlich. Aber ich bin so froh, dass ich mir das ausgesucht habe. Was? Ich habe gesagt, es ist geerbt. Ja, also ich habe geholfen, als es damals gebaut wurde. Also, meine Tante, die wollte ein Fertighaus, also nach einem Muster, und ich hatte ihr dann geholfen, eins dafür auszusuchen. Und eigentlich war es halt meine Entscheidung, wie es gebaut wird, weil ich habe halt die Grundform dafür ausgesucht mit und deswegen wurde es so gebaut. Und dann ist sie aber vor kurzem halt gestorben und dadurch, dass wir halt so eng waren, dass ich ja natürlich auch mitgeholfen habe, das Haus so zu machen, wie es halt ist, hat sie es mir dann eben auch vererbt, wo ich auch super dankbar bin, aber es ist halt, also damals hat es halt gepasst mit meinem Partner und alles, aber jetzt ist es, ja, es ist anders gekommen, als es eigentlich gedacht war, wahrscheinlich auch von ihr, als sie mich dann ins
Testament geschrieben hat. Und ja, naja, es ist alles so ein bisschen kompliziert gewesen. Ich glaube, das kennt man. Die Vergangenheit ist ja nie irgendwie ein bisschen einfach. Und ich glaube, da wirst du dieselben komplizierten Geschichten auf Lager haben können, die ich habe. Und das ist ja auch menschlich, wenn man so ein bisschen was hinter sich hat, glaube ich. Jetzt habe ich so viel von mir erzählt. Tut mir leid, das hast du auch alles gar nicht gefragt, aber wenn ich fragen darf, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie sieht es denn bei dir aus? Wo wohnst du und was ist denn so los bei dir? Ich meine, irgendwie muss man sich ja kennenlernen, oder? Ah, okay. Mir tut mir leid, die Straßen kenne ich alle noch nicht auswendig. Ich bin ja noch nicht lange hier. Also ich wohne ja noch nicht lange hier. Und kannst du mir irgendwie beschreiben, wo das ungefähr wäre? Ah, okay. Ah, da war ich schon mal. Ich denke, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Ja. Ah, okay. Als ich hergezogen bin, habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin ein bisschen durch die Straßen gefahren und wollte mich so ein bisschen besser in meinem Ort auskennen, weil stell mal vor, irgendwann fahre ich Bus und liege dann irgendwo, bin falschen Bus gestiegen und ich weiß nicht wieder, wie ich zurückkommen soll. Das ist ja auch blöd. Deswegen bin ich ein bisschen rumgefahren und auch in deine Ecke wahrscheinlich, weil so da, wo du beschrieben hast, kommen wir schon. Ich glaube, ich war da schon mal. Aber ist eine schöne Ecke, ne? Ein bisschen unscheinbar, aber bestimmt schön ruhig, oder? Ah, mit deiner Freundin? Wie lange seid ihr denn schon zusammen, wenn ich fragen darf? So lange schon? Ja, kein Wunder, dass ihr da schon zusammen wohnt. Aber hast du denn Haustiere? Oh, okay. Ja. Ach so, du hast eine Katze. Bist eher so der Katzenmensch. Ach, gehört eigentlich deiner Freundin. Aber kommst du denn nicht gut mit der klar, oder? Also mit der Katze, nicht mit deiner Freundin, natürlich. Natürlich kommst du gut mit deiner Freundin klar. Kommst du mit der Katze gut klar? Aha. Das klingt doch. Ja, naja, also wenn sie raus darf und alles, ist das, glaube ich, da ist die ja sowieso nicht so lange zu Hause, oder? Ich hatte jetzt noch nie irgendwie eine Katze. Ich weiß jetzt nicht, wie das so ist. Das kommt mir auch irgendwie mega interessant vor, dass man sich vorstellt, man hat einfach ein Haustier und das Haustier geht selber draußen spazieren und kommt aber trotzdem immer wieder nach Hause, wie man selber auch. Ich? Oh, ich glaube, ich bin nicht so der Katzenmensch. Ich glaube, ich wäre so der Hundetyp. Ich weiß nicht. Also, Katzen, also, nimm mir das jetzt nicht krumm, weil du ja auch eine Katze hast, aber vielleicht kannst du das ja auch ein bisschen nachfühlen, weil das die Katze von deiner Freundin ist. Aber ich habe das Gefühl, Katzen sind mega eingebildet. Und irgendwie, die lieben einen irgendwie überhaupt gar nicht, habe ich das Gefühl. Wenn du einen Hund hast, wenn du nach Hause kommst, dann kommt er sofort zu dir und schnüffelt sich und freut sich einfach wirklich. Man sieht ihm die Freude richtig an. Er dreht sich dann so im Kreis, wedelt mit dem Schwanz, bellt vielleicht noch ein bisschen, freut sich total. Aber da müssen die Hunde aber auch wirklich gut erzogen sein, muss ich sagen. Ne? Kennst du das vielleicht auch? Ja, ne? Ich sehe schon an deinem Blick. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, bei Hunden muss man ja sowieso immer sehr gut auf die Erziehung achten. Ne? Man darf denen nicht zu viele Freiheiten geben, von Anfang an natürlich nicht, weil sonst glauben die, das ist die ihr Haus und die können machen, was sie wollen. Auch was das Spielzeug angeht, habe ich mal gehört, von wegen, wenn man sich einen Hund holt, dann sollte das Spielzeug alles auf einem Fleck sein und sollte nicht in der Wohnung oder im Haus verteilt sein, damit der Hund sofort weiß, von wegen, wo sein Platz ist und nicht, dass der denkt, von wegen, ja. Der darf jetzt irgendwie in das Computerzimmer oder ins Schlafzimmer und der hat seinen Platz und da gehört er auch hin und dann muss er das auch lernen.
Und wenn das eben auch mal mit so einer Wasserspritzpistole oder sowas gezeigt wird, ist das halt so ein, ne? Ist das halt Teil der Erziehung. Also nichts. Ja gut, ich kenne mich jetzt mit Hunden auch nicht so super aus. Ich weiß nur von wegen, die müssen gut erzogen werden, weil sonst bellen sie die ganze Zeit. Sie rennen irgendwelchen anderen Hunden hinterher, wo sie nicht hingehören. Sie wissen nicht, wo ihr Platz ist. Sie ziehen die ganze Zeit an der Leine. Das beste Leben hat ein Hund, wenn er gut erzogen ist. Das denke ich. Weil dann kann man ihn überall mit hinnehmen. Dann macht er keine Mucken. Dann tut er das, was man ihm sagt. Und er benimmt sich auch. Und dann kann er auch überall mit hin. Wenn er sich nicht benimmt, weil er nicht erzogen ist, dann will man ihn auch gar nicht mehr irgendwie mit hinnehmen. Fast wie in einer Beziehung. Nur ein kleiner Spaß. Man kann seinen Partner natürlich nicht wirklich erziehen. Also nicht wirklich. Irgendwie, entweder es klappt oder es klappt nicht. Natürlich kann man sagen, was einen stört. Und es sollte dann auch vom anderen darauf geachtet werden, dass es halt nicht mehr passiert. Aber man merkt dann doch, ob man einem am Herzen liegt oder nicht, indem er zeigt, dass er sich ändern kann oder nicht. Und tut mir leid, ich fange schon wieder mit dem Thema an. Ja, die Trennung war eben noch frisch und weil wir das zusammen im Haus gewohnt haben, ging das auch nicht ganz glatt. Und also, ich bin da noch etwas aufgewühlt, was das angeht. Und ich muss dann hinterher noch einiges entsorgen. Und wenn, du hast bestimmt auch schon Trennung hinter dir. Und wenn du das kennst, so jedes einzelne kleine Fitzelchen, was noch übrig ist, einfach zusammensuchen. Und am besten hinterher noch alles, was irgendwie angefasst wurde, desinfizieren, weil dann hat man auch nicht mehr das Gefühl, dass irgendetwas von dieser Person noch bei einem zu Hause ist. Und alles sauber machen, alles rauswerfen, alles gut wegwerfen und sich einfach wirklich gut um die Entsorgung kümmern. Und ich denke, wenn man das macht, dann ist die Trennung auch gar nicht so schwer auf Dauer zu verkraften. Und da ist schon ein großer Schritt mitgemacht, wenn man alles wirklich weggeschmissen hat. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Na, das tut mir mega leid. Ich müsste jetzt langsam auch essen. Was haben wir denn hier? Du hast deine Pizza noch gar nicht angerührt. Was ist das denn? Das ist Spinatpizza. Habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die Spinatpizza haben. Was? Magst du nicht? Also ich mag jede Art von Pizza. Solange es einen knusprigen Rand hat, kann ich das alles essen. Was? Du gibst mir deine Pizza? Bist du sicher? Ich meine, es ist Pizza. Es ist nicht irgendetwas, es ist Pizza. Ja gut. Dankeschön. Wenn du es nicht magst, also ich nehme es gerne. Oh, das ist wirklich lieb. Dankeschön. Wie war dein Name noch gleich? Ah, perfekt. Also, wir werden ja öfter miteinander arbeiten, hast du gesagt. Und wenn ich irgendein Problem habe oder irgendetwas, werde ich auf jeden Fall zu dir kommen. Okay, du musst schon wieder los. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Wir werden uns bestimmt noch öfter sehen, denke ich. Und danke für die Pizza. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich schon wieder in der Pause, oder? Okay. Ciao.